So, ich höre, dass alles wunderbar ist. Das hört man gern. Bild und Ton da. Da möchte ich Sie an dieser Stelle wirklich nochmal begrüßen. Hoffe, Sie haben auch sonnige Tage gehabt, beziehungsweise auch heute noch wieder pure Sonne im Sommer, so wie es sein soll. Ist ja auch nicht immer der Fall, dass die Jahreszeiten das begünstigen, was wir hier sozusagen erwarten. Ähnliches gibt es an den Märkten. Auch hier sind die Erwartungen manchmal anders als die Realität oder eben gleichsam. Das hat sich heute zum Beispiel gezeigt, dass wir, Moment, ich muss mal kurz noch eine kleine Info rüberjagen, das hat sich zum Beispiel heute gezeigt, wir haben nämlich Daten aus Kanada gekriegt, die müssen wir gerade mal ein Stück weit ausweiten. So, gucken wir uns auch gleich nochmal an den kanadischen Dollar hier, der schaut sehr, sehr interessant aus, aber wir hatten ja heute Morgen hier Gold in Sache Intraday-Schub analysiert, dargestellt entsprechend mit einer ja, annehmbaren Abwärtstendenz, die hätte eigentlich an Fahrt gewinnen sollen, rein von der Trendfolge her, rein von der Intraday-Fuzzy-Logik. Doch wir sahen dann hier den Anstieg über 1087. Also der Markt hat keine neuen Tiefs gemacht, sondern sich vielmehr nach oben entwickelt. Und jetzt eben die Gretchenfrage, geht der Goldpreis hier weiter in Richtung Vortageshoch? Oder sogar noch höher in Richtung 1100. Das wird wichtig sein zu klären, beziehungsweise das ist die Frage, die sich heute hier noch sozusagen stellt. Letztlich der Goldpreis selbst hat ohne Zweifel das Potenzial, rein von der Range her dahingehend anzusteigen. Das sei schon mal vorausgeschickt. Und insofern müssen wir mal abwarten, was denn da hier noch kommt, was sozusagen noch passiert. Jetzt der Nachmittag darf interessant werden. Wir hatten auch schon gerade auf die News geschaut. Hier gab es ja schon die Beschäftigungszahl, ex-agrar 1415, schon im Anführungszeichen Vorfeld der Non-Farm-Payrolls, die wir uns ja am Freitag erwarten. Dort wird es auch nochmal spannend, da schon mal drauf einstellen. Erhöhte Volatilität, gerade Euro-US-Dollar, auch den hatten wir vorhin im JFD Live Trading TV, wichtige Unterstützungsmarke 1081, 1082, 83. Wie kommen wir da aus der Woche raus? Aber hier im Weiteren, sehen Sie ja, gab es noch Handelsbilanzsaldo USA. Hier kommt es noch etwas zu Tumulten am Nachmittag. Mit Sicherheit interessant der ISM-Einkaufsmanager Index 1600. Da dürfte es nochmal Impulse auf US-Dollar-Seite, Schrägstrich Index-Seite geben. Und hier auf jeden Fall für das WTI, die Rohöl-Lagerbestände in den USA, sicherlich ein großer Punkt, der immer wieder Aufmerksamkeit genießt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben Daten aus Kanada bekommen zum Handelsbilanzsaldo. Und diese sind hier nicht so schlecht ausgefallen wie erwartet. Was passiert ergo mit dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar? Der sackt erstmal sauber zurück. Moment, da haben wir ihn. Und genau das ist passiert. Wir haben hier jetzt die Preisentwicklung vom US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in der Beschau. Und da sehen wir sehr deutlich, dass wir hier das Mehrjahreshoch bei 1,3064 überwunden haben, Mehrjahreshoch aus den früheren Zeiten 2009, Schrägstrich 2008 zur Finanzmarktkrise. Da war dieses Level erreicht worden und seitdem eben nicht mehr. Das Niveau haben wir in jedem Fall aber überwunden und auch in der laufenden Handelswoche direkt schon, also am Freitag geschlossen über dieser Marke und in der laufenden Handelswoche uns auch über dieser Marke etabliert. Und jetzt sehen wir aufgrund der heutigen bisherigen Schwäche hier, da nehme ich mal den Fall kurz raus, sehen wir hier die bisherige Tagesschwäche, die sich wie gesagt dahingehend interessant darstellt, ob nämlich jetzt hier eine neue Einstiegschance geboten wird oder nicht, dürfte sich in Bälde zeigen. In jedem Falle hochinteressant, was es da möglicherweise noch zu holen gibt. Der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar könnte jetzt, je nachdem wie die Daten vom heutigen Nachmittag hereinkommen, hier auf jeden Fall nochmal einen kleinen Rücksetzer vollziehen und hier den Pullback an 1,3064 vollziehen. Was ergo per klassischer technischer Analyse ein Ideal-Pullback wäre, wenn man dann überhaupt von Idealzuständen an den Märkten sprechen kann oder darf. Aber das wäre in jedem Falle eine sehr, sehr schöne Konstellation. Darf auch ruhig ein Stück weit tiefer gehen. Ich habe mal hier symbolisch die Aufwärtstrendlinie seit dem Tief vom Juni hier in den Chart geholt. Da sehen wir auch, dass wir hier zwischen 1,30 und 1,3064 im Prinzip eine Zone haben, die hier letztlich ein Zünglein an der Waage ist in Sachen Umkehr.
Also sollte sich der Preis, wenn er sich überhaupt bis dorthin zurückbegibt, dort stabilisieren, stehen die Chancen gut, dass es hier dann wieder zu einer Umkehr kommt. Gegebenenfalls gibt es sogar noch tiefere Rücksetzer, was aktuell aber nicht primär zu favorisieren ist. Aber Sie sehen auch hier die Aufwärtswelle, die letzte. Und da sind wir doch schon sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr weit gelaufen. Hier jetzt direkt nach einer kurzen Konsolidierung der nächste Hype in Richtung neuer Mehrjahreshochs. Und wie das große Ziel aussieht, das hatten wir ja auch schon besprochen. Gehe ich jetzt direkt mal in das Big Picture. Also hier in die Beschau des Devisenradars jeden Tag haben wir hier praktisch die Kombination der Timeframes. Also links Stundenchart, rechts oben Tageschart und hier unten den Wochenchart. Und da haben wir ja hier unlängst schon die Prognose erstellt, entworfen, sozusagen in Augenschein genommen, wo es denn hingehen könnte. Und da sehen Sie, hier verspricht sich durchaus Potenzial, mittelfristiges Potenzial in Richtung 1,40. Auf jeden Fall eine Zielzone, die hier erstrebenswert scheint. Wenn die Dynamik ähnlich anhält wie zuletzt, dann ist das hier Richtung Herbst eine denkbare Zielzone. Das darf nicht vergessen werden. Der US-Dollar-Index ja selbst weiterhin in Bestform. Der US-Dollar ist also weiter gesucht und das dürfte sich mittelfristig wohl auch nicht ändern, was wiederum eine eklatante Euro-US-Dollar-Schwäche nach sich ziehen dürfte. Also ob der Euro hier dann das im großen Bild die 1,18, 1,20 nochmal touchiert, darf bezweifelt werden, weil eben der US-Dollar hier eine dermaßen starke Dynamik an den Tag legt, die sozusagen hier kaum ihresgleichen fand. Schauen wir dazu dann noch gleich mal auf den US-Dollar-Index, aber US-Dollar, kanadisch Dollar, wie gesagt, jetzt hier im aktuellen Verlauf, ich werde das nochmal kurz durch die Blume signalisieren, hier jetzt mit einem gewissen Rückschlagspotenzial auch. Ergo, da sehen Sie jetzt hier auch sehr schön, unabhängig des gerade eben gezeigten Tagescharts, wir haben hier immer noch Divergenzen im RSI-Oszillator. Also die Verlaufshochs, die wir hier vielmehr gesehen haben, die wurden hier nicht bestätigt. Das ist jetzt hier per se kein Verkaufssignal und heißt, dass der Markt fallen muss. Aber es sind Warnsignale, die hier durchaus Beachtung finden sollten. Und diese bauen sich eben hier schon seit Mitte Juli auf, diese Divergenzverhältnisse. Und mit dem neuen Mehrjahreshoch ist eben das Risiko gestiegen, dass der Markt hier durchaus stärker zurücksetzen kann. Hier nochmal der Chart von eben. Moment. Wo ist er hin, der Cut? So, und einmal das andere Bild, aber damit wir hier nicht in Verwirrung stoßen, zeichne ich auf dem weiter. Und da kann man eben jetzt davon ausgehen, vorsichtig ausgedrückt, ist schon ein bisschen besser gereift, der Chart sozusagen, dass wir hier entweder direkt bei 1,3064 nach oben aufdrehen, ja, 1,35, 1,40, dann die nächsten Ziele, das werden wir gleich bei Projektion nochmal ein Stück weit festzerren. Oder aber, und das wäre natürlich auch für viele andere Marktteilnehmer sicherlich mit Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, die ich hier noch in den Chart zeichnen muss, von Mitte Juni. So, Moment. Da. Also würde natürlich einen kurzen Bruch der Trendlinie bedeuten. Da wäre auch sicherlich deswegen eben hier auch stärkeres Abwärtsmomentum gegeben. Und das könnte dann hier zu einem ganz, ganz klassischen Pullback in Richtung 1,28 führen. Ja. Also bei der akuten Dollarstärke nur kurzfristige Rücksetzer, die wahrscheinliche Variante, die wahrscheinliche Option im Sinne einer, ja, stärkeren Pause, eines stärkeren Verschnaufens könnte es auch bis 1,28 gehen. Das würde dann wiederum aber wirklich eine sehr, sehr gute Chance darstellen, um hier auf den langfristigen Trend aufzuspringen. Diese Rücksetzer, sofern sie denn überhaupt kommen, aber wäre in jedem Falle eine sehr schöne Gelegenheit, um hier in das Paar wieder einzusteigen. Denn auf aktuellem Niveau jetzt direkt auf eine weitere Trendfortsetzung zu spekulieren, kann nicht ausgeschlossen werden, erscheint mir aber zu heiß. Ja, der Stopp müsste ja ohnehin dann entweder hier knapp unter 1,3064 oder unter dem Tief hier von Ende Juli sitzen. Und da ist eben die Frage,
ob das dann noch gerechtfertigt ist mit dem möglichen Potenzial, was wir hier sehen. Ich habe jetzt gerade mal hier den Aufwärtstrendkanal nochmal in den Chart gezeichnet, der sich hier etabliert hat. Der gilt so ein Stück weit als Richtschnur für die nächsten Tage, sofern er den hält. Und da müsste der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar eben dann eben hier anziehen, wenn nicht die Etage tiefer. Sozusagen ein erstrebenswertes Ziel für das Währungspaar. So, wer heute auch nochmal ganz klar durchknallt, ist das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Wollen wir uns jetzt mal angucken. Wenn Sie übrigens Wünsche haben, ich sehe gerade im Chat, der Mick ist wieder mal zugegen. Grüße auch an dieser Stelle. Hoffe auch im nicht so fernen Österreich ist das Wetter gut und alles in bester Ordnung. Wir haben hier aber jetzt zunächst mal das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken, das hier unverändert grandios im Sinne dieser inversen SKS weiter nach oben zieht. Da sehen wir auch die zuletzt erfolgte Konsolidierung. Wohlbemerkt nur auf Intraday-Basis. Kurze Rücksetzer. Gestern, heute hier enorme Dynamik nach oben und das Ziel von 1,55 fest vor Augen. 1,55 deshalb, weil wir hier einen Horizontalbereich haben, der sogar schon vor dem Ausbruch der, oder besser gesagt, vor des Schweizer Franken-Debakels sozusagen hier am 15. Januar zu lokalisieren war. Aber jetzt vielmehr ergibt sich die Zone hier anhand der Projektion von der SKS bis zur Nackenlinie. Und hier im Prinzip das oben drauf geworfen. Plus, minus ein paar Pips, ganz klar. Das kann man nicht auf die 1,55 festzonen. Aber hier in jedem Falle das Ziel vor Augen und dann eben die Gretchenfrage, geht es hier nochmals richtig nach oben raus? Dazu zoome ich mich mal ein Stück weit weg. Verändern mal hier kurz die Kursindikation, um die ganz langfristigen Kurse mal rauszuziehen. So, und dann gehen wir mal hier schon ordentlich zurückgehen, um hier die letzten Verlaufshochs zu lokalisieren. Ja, 2012 hier der Bereich 1,55. Und will man dann in Richtung 1,60 und mehr gehen, da begibt man sich hier schon rund 5 Jahre zurück. Zweitausendzehn. Also Sie sehen, auf der Oberseite ist noch reichlich Platz für das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken, um hier entsprechend an einer weiteren Aufwertung teilzuhaben. Jedoch im Bereich von 1,55 sicherlich eine Pause, kleines Durchschnaufen, nicht verkehrt wäre, um hier sozusagen dem Markt auch nochmal da die Luft zu verschaffen, dann eben auch ein Stück weit wieder zu konsolidieren, um den nächsten Aufwärtsschub möglicherweise vorzubereiten. Ja. So, da haben wir die Situation, Ziel vor Augen, passt, gibt es keine Zweifel. So. Fahren wir fort in der Devisenbeschau. Denke mal so festhalten als kurzfristige Gelegenheit. Und schauen wir uns jetzt mal den immer wieder nachgefragten und sehr beliebten US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen an. Der hat ja hier zuletzt ein Stück weit mit der, ja, ich will sagen, Volatilität aufgewartet. Also wir hatten mal hier wieder Zeiten, da hat sich das Währungspaar, und das war insbesondere hier ab 2014 der Fall, wir gucken uns mal kurz den Verlauf an. Hier als die Volatilität, sage ich schon, die Volatilität hier Ende 2014 wieder anzog, dann hat sich auch die Range, sozusagen die Pip-Range, immer weiter entwickelt. Jetzt müssen wir mal hier die Volatilitäten uns raussuchen. Und da ist eben festzustellen, dass hier der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken wieder enorm zurückgekommen ist. Ja, wir sehen das hier im Volatilitätschart, also hier praktisch die tägliche Volatilität im Schnitt. Hier sehen Sie, das war im Jahr 2013 auf einem Hochpunkt war, auch beginnt hier Ende 2012. Warum? Weil sich hier der Regierungswechsel in Asien vollzogen hat und hier eine massive Yen-Abwertung stattfand. Werden Sie sehen, wenn Sie alle oder jeden Yen-Wert
Chart nur anschauen, der so im Universum rumgeistert, da sehen Sie ähnlich starke Bewegungen und dann schlief aber die Volatilität sichtlich ein, um dann hier letztlich, und das war wirklich ein sehr, sehr dramatisches Jahr, schauen Sie sich das an, wir waren hier im Juli, im Sommer 2014 auf einem Niveau von 37 Pips Tagesspanne. Aktuell ist es auch nicht wirklich sehr viel besser, aber schon handelbar. Also das Paar bewegt sich aktuell so im Bereich 55 bis 60 Pips. Wenn wir mal ein Stück weit hochfahren, dann sind wir sozusagen hier fast schon im Durchschnitt. Also das Paar ist nie ein Paar gewesen, was sich hier mehrere hunderte Pips, geschweige denn hier also 100 Pips am Tag bewegt hat. Aber zum Ende des Jahres 2014 hat sich das hier sichtlich verbessert. Sie sehen, wir waren dann sogar schon hier im zu Beginn des Jahres 2015 ja in einer Range von 100, 120 Pips. Das ist schön, das ist Volatilität, die wir im Prinzip brauchen. Aber jetzt hier ist das Ganze schon wieder ein Stück weit am Einschlafen. Und das macht es natürlich weniger spannend, das Währungspaar zu handeln aktuell. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns jetzt trotzdem mal den Tageschart anschauen und mal eruieren, wie es denn da um den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen bestellt ist. Was wir unlängst gesehen haben im Juli, ein herrlicher Pullback. An dieses Level, an dieses Unterstützungslevel. Seitdem ging es wieder nach oben und zwar relativ dynamisch. Aber Sie sehen, wir haben hier im Bereich von 123,85 ein Stück weit zu kämpfen. Warum zu kämpfen? Das ist ein wichtiges Level aus der Vergangenheit. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum. Dazu hole ich mir jetzt auch mal einen langfristigen Chart vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, um das ein Stück weit zu verdeutlichen. So, klicke die Klick. Jetzt schauen wir mal, wo der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen rumgeistert. So, Sekunde, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Devisencharts langfristig. Nicht wundern, ich klicke hier auf dem zweiten Bildschirm rum, deswegen sehen Sie jetzt wenig, aber hören immer hin und wieder das eine, ein oder andere. So. So, der Michael schreibt auch gerade und auch noch ein paar Wünsche sind eingetrudelt. British Pfund Yen können wir uns gerne anschauen. Ich sehe aber auch andere Yen-Pairs, gerade weil ich von dem Yen gesprochen habe, scheine ich hier in Anführungszeichen, eine offene Wunde gestoßen zu haben. Neben dem Schweizer Franken Yen ist hier noch der Neuseeland-Dollar Yen gefragt und andere. Da gehen wir gerne mal drauf ein. Aber hier mal das langfristige Bild vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Im Übrigen auch hier so langfristig, dass wir bis zum Bretton Woods-Fall zurückgehen. Und da sehen Sie, was wir hier auf der Oberseite im Prinzip noch für Luft haben. Von hier unten kommt die große Abwertung seit Beginn der 80er Jahre. Hier ganz, ganz massiv nach unten gelaufen. Dann der, sage ich mal, Hochpunkt der Abwertungsorgie hier zum Jahreswechsel 2012-2013. Und seitdem sehen wir eine sehr, sehr schöne Aufwertungsphase, die hier offensichtlich auch noch längst nicht ihr Ende gefunden haben sollte. Denn hier sehen wir markante Verlaufshochs. Und dann oben ist der Chart hier verrutscht. Aber markante Verlaufshochs, die sozusagen vermuten lassen, wohin der Preis hier mittelfristig noch steigen darf. Bereich 123,85 ist die Stauzone, die sich hier aus dem Hoch vom Sommer 2007 ergibt. Aber man kann, und das wissen Sie gern, arbeite, dass ich immer gern mit solchen Zonen arbeite, mit solchen Zonenblöcken, um hier sozusagen nicht mich hier auf einen Pip genau festzulegen, was eh irreal ist, sondern vielmehr eben eine Zone. Und da sind wir hier eben rund bei 123,85 als Widerstandslevel. Und genau dort hängen wir jetzt gerade so ein Stück weit fest. Genau das ist die Situation, wo wir jetzt festhängen und eben die Entscheidungsfindung haben, ob es jetzt direkt weiter oben rausgeht. Das wäre hier bei einer klaren Etablierung über 124,13 der Fall. Dann wären wir eben hier über dem Sommerhoch 2007 angestiegen und das per Wochenschlusspreis wäre natürlich grandios, wenn es denn dazu kommt. Und dann muss man natürlich hier ganz klar davon ausgehen, dass der Markt, wenn er sich darüber erhebt, hier gute 1000 Pips Folgepotenzial hat, Richtung 135,19. Hier dann das Hoch aus dem Jahr 2002. Und da sind wir schon so weit in der Geschichte zurück. Alles andere, was dann folgt, daran kann sich kaum ein Mensch mehr erinnern.
weil der Forex-Markt ja ohnehin hier zum Millennium, zum Einstieg ins neue Jahrtausend, auch dann erst geöffnet wurde für viele Marktteilnehmer. Vorher war es wirklich nur privaten Banken beziehungsweise eben hier den Forex-Händlerabteilung, der reine Telefonhandel, denen war es vorbehalten, hier an dem Markt teilzunehmen. Das hat sich ja jetzt seit dem Millennium im Zuge der Verbesserung der IT und im Zuge eben der Marktöffnung wesentlich verbessert. Das war vorher keinesfalls so anzusehen. Und ja, die Reise geht hier aber weiter und insofern 135,19 mittelfristiges Ziel. Und auch das dürfte langfristig noch nicht das Ende sein. Doch wollen wir jetzt hier nicht die große Kristallkugel auspacken, denn unterm Strich bleibt mal abzuwarten, was der Markt uns dann überhaupt jetzt noch beschert, um hier nach oben zu laufen. Aber die Tendenz ist generell gut. Ich hatte ja auch vor längerer Zeit hier schon mal einen Pullback erwartet an diesen Abwärtstrend, an diese untere Trendlinie. Sehen wir diesen grünen Pfeil. Hoppala, der ist hier natürlich, Moment, dieser grüne Pfeil ist hier natürlich marginaler Natur, denn das Niveau ist schon wieder weit hinter dem Preisverhältnis. Hoppala, jetzt habe ich ihn. Ja, und jetzt kann man sagen, wenn es eine größere Korrektur gäbe, wäre das Level von 120 in etwa ein akzeptables Niveau. Auch hier große Unterstützung in Anführungszeichen mit dem Pullback hier vom Juli. Also wenn es hier einen Ausverkauf geben sollte, wäre das ein schönes Level. Aber Obacht geben, wenn wir hier über 124,36 schließen, dann sieht es stark danach aus, dass der Markt hier weiter nach oben geht, um die letzten Verlaufshochs hier von Anfang Juni anzusteuern und eben dann 130, 135 und so weiter. Wir können auch jetzt hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend schon mal in den Chart aufgrund der letzten Tiefs hier einzaubern. Und das wären dann hier Niveaus, gerade Marke von 120, wenn wir denn zurücklaufen sollten. Eine ganz, ganz wichtige Marke. So. Natürlich. So. Wäre fantastisch. Jetzt machen wir den nächsten Move. Steiler kurzfristiger Aufwärtstrend. Schräge Trendlinien haben ja ohnehin nur schrägen Charakter, also nicht überbewerten. Hier hätte man es zum Beispiel mit einer Art Trendlinienbruch zu tun. Ja. Insofern hier. Aber kurzfristig, wenn wir das jetzt hier mal so ein Stück weit ranziehen, jetzt mit der Hammerkerze an der Trendlinie nach oben gelaufen, kurz vor einem neuen Mehrwochenhoch. Hier könnte es Potenzial geben. Vielleicht nehmen wir das heute dann nochmal auf, das Währungspaar, in einer extra Devisenbeschau. Auf jeden Fall hier kurzfristiger Widerstandsbereich steht gerade zur Disposition. Und dies lässt eben hier auch, wenn es keine Konsolidierung gibt, relativ zügig die Niveaus von 126 möglich werden. So. Blaue Tendenz zu favorisieren, gerade wenn sich die heutige Stärke weiter fortsetzt. Das steht natürlich noch aus. So, Moment. Gehen wir hier auf die 155, 25, 55. So, das wäre jetzt mal hier so eine Zone, bei der der Preis unter Umständen eine Pause vollzieht. Aber jedenfalls ein sehr, sehr schönes Bild. Short wäre hier, weil ich es auch gerade lese im Chat, eher nicht zu empfehlen. Da sieht der Chart zu stark aus. Man würde also hier praktisch gegen den übergeordneten ohnehin Aufwärtstrend, gegenüber den kurzfristigen Aufwärtstrend spekulieren. Ganz klassisch ist natürlich das letzte Verlaufstief hier zu sehen. Hier vom 27.07. Also darunter wird es kritisch werden. Ansonsten, wer mutig ist und spekulativ orientiert, der darf sogar theoretisch ein neues Wochentief verkaufen. Also aggressiv müsste auch hier der Stopp für die Longs unter dem gestrigen Tief sitzen. 123,80 war das speziell. So. Gut, da hätten wir das. Das wäre schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis und erlaubt auch, da sehen Sie hier mit relativ kurzem Blick auf den Chart in aller Deutlichkeit, dass natürlich das Preislevel hier ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis aufwirft. Ja, also mit einem engen Stopp lassen sich hier weitere Zugewinne nach oben ohne Zweifel annehmen.
lässt sich ohne Zweifel daran partizipieren. Wichtig ist eben nur, dass der Preis dann entsprechend die Fahrt, die er jetzt hier aufzunehmen scheint, auch fortsetzt. Aber US-Dollar in dem Zusammenhang sehr, sehr interessant. So, jetzt kommen hier einige Fragen noch mal. Es gibt auch einige Exoten, die wir hier drin sehen. Euro-Austral-Dollar nach der letzten Price-Action. Jetzt muss ich mal schauen, welche Sie hier meinen. Also das war praktisch der unveränderte Leitzins zu Wochenbeginn und die sehr guten Wirtschaftsdaten. Die haben hier den Austral-Dollar wirklich beflügelt. Den auch Euro gegenüber dem Austral-Dollar können wir auch hier mal kurz in den Fokus nehmen. Übrigens sehr schön. Wir hatten letzten Mittwoch, das sehen wir hier, das Währungspaar erstmal im Fokus an dieser Stelle. Hier einen Rücklauf, der jetzt nahezu punktuell erfolgt ist. Deswegen Obacht auf den Euro gegenüber dem Austral-Dollar. Wir haben hier eine sehr schöne, um nicht zu sagen, das war vielleicht auch schon ein Stück weit Zufall in dem Zusammenhang, wenngleich es Zufälle ja nicht gibt. Wir haben hier oben den Widerstand gehabt. Das sehen wir hier sehr deutlich. Sehr, sehr schönes Widerstandslevel. Preis ist abgeprallt. Hier mit einer Art Bearish Engulfing. Also hier eine bärische Candlestick-Formation. Dann gab es hier leichte Schwäche, Konsolidierungsversuche und dann hier im Sinne der News aus Great Britain, hätte ich schon gesagt, aus Australien, dann hier sozusagen den starken Ausverkaufen. Jetzt stehen wir hier in diesem Bereich, der jetzt spekulativ eine Long-Chance darstellen könnte. Zum einen sind wir ja an dieser Trendlinie, da lese ich auch gerade im Chat das mit dem schrägen Trendlinien. Also Sie sehen ja, ich selbst nutze ja auch schräge Trendlinien. Ja, es ist ja definitiv nicht so, dass ich die verachte oder dann, besser gesagt, gar nicht nutze. Vielmehr, ich liebe ja Trendkanäle und Flaggen und dergleichen. Und genauso was sehen wir ja auch hier. Also dafür nutze ich sie schon gern. Nur, ich favorisiere auf jeden Fall Trendkanäle. Aber einzelne Trendlinien sind eben mit Vorsicht zu genießen, da sie A eben häufig justiert werden müssen und insofern aufgrund ihrer Skalierbarkeit ein Stück weit Relevanz verlieren und auch, weil natürlich Horizontallinien beziehungsweise die schrägen Trendlinien den Nachteil haben, dass viele Marktteilnehmer, Sie sehen ja hier, ich habe jetzt meistens die Auflagepunkte der Candlestick-Lunden genommen, hier unten, ja. Also ja, der untere Schattenwurf. Da gibt es aber eben auch Marktteilnehmer, die dann sozusagen nur die Kerzenkörper verbinden. Das wäre dann hier so eine Trendlinie. Ja, hier Kerzenkörper, da noch nicht mal erreicht, hier aber erreicht und da erreicht. Ich mache es in der Regel so aus der Praxis für die Praxis. Nehmen Sie da den Mittelwert, mit dem Sie am meisten erwischen sozusagen. Also am meisten Preisbewegungen einzufangen, ist hier auf jeden Fall zweckdienlich. Man kann hier auch zum Beispiel diese gespiegelte Trendlinie auch, könnte sie noch ein Stück weiter runtersetzen. Das wäre nämlich jetzt hier eine Punktlandung. Und von dem Hintergrund, dass wir hier möglichst viele Bereiche einfangen im Sinne der Kerzendochte oder oberen Schattenwürfe jetzt hier. Und haben hier auch oben praktisch den Touchdown an dieser bärische Candlestick-Formation inklusive Widerstand hier, die das Ganze sehr, sehr interessant macht. Aber wie gesagt, schräge Trendlinien dahingehend durchaus anwendbar, aber nicht überzubewerten. Ich nutze sie natürlich auch und zeichne auch immer wieder gerne einen Trendkanal ein, beziehungsweise eine schräge Unterstützung. Sobald man eben zwei, drei Auflagepunkte hat, ist so eine Trendlinie legitim, aber so eine Trendlinie ist natürlich nicht als Gradmesser für eine hundertprozentige Bewegung zu sehen. Aber ich denke, das wissen Sie ja selbst. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Startpunkt. Den möglichen Startpunkt, vielleicht Obacht geben, kleiner Spike nach unten und dann geht es erst nach oben. Gut vorstellbar, weil wir eben gerade auch davon gesprochen haben, dass der Markt ja gern mal Trendlinien hier auch faked, beziehungsweise diese eben relativiert. Aber die Chancen, dass der Euro hier gegenüber dem Austral-Dollar eine Aufwertung erfährt, rein technisch sehe ich sehr, sehr, als sehr, sehr günstig an. Da wird sicherlich der Freitag hier im Sinne der Non-Farm-Payrolls, die anstehen, 14:30 Uhr, da schalten wir uns übrigens auch nochmal live dazu. Also mal notieren hier auf dem JFD Desktop. Moment, da holen wir uns gleich mal rein. So, da kommt er. Hier haben wir ja unsere JFD Live Trading TV-Sendungen und da werden wir hier in jedem Falle einen Angriff starten hier zu den Non-Farm-Payrolls, um mal zu sehen, was der Preis dann hier macht. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Das wird auf jeden Fall am Freitag ein großes Thema sein. Also können Sie sich hier ganz, ganz schnell
dann damit integrieren. Gut, wie sich das auf den Euro gegenüber dem Australdollar auswirken wird, das müssen wir erstmal abwarten. Aber technisch, wie gesagt, sieht das hier interessant aus für ein Long-Engagement. Faktisch, wenn man ein Stop-Level hier einzeichnen wollte, müsste, dann wäre hier mit einem Stück weit Toleranz das Niveau von rund 1,46, man kann auch 1,4590 nehmen, um wenn nicht im Sinne der Round Number abgefischt zu werden. Aber hier wäre der Stop empfehlenswert, denn Preis-Action darunter könnte hier eine größere, eine richtig große Abwertung hier herbeiführen. So, das wäre dann hier praktisch dieses Szenario als Plan B, wenn das Währungspaar hier nicht jetzt unmittelbar anzieht. Also Sie sehen, es gibt einige, gerade aus Swing-Trading-Gesichtspunkten, einige interessante Devisenpaare, sei es jetzt der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen oder eben hier auch der Euro gegenüber dem Australdollar, die sich hier auf Chartbasis sehr, sehr interessant zeigen. Wir gehen mal kurz in den Intraday-Bereich hier auf die heutige Session. Wir haben aufgrund der News, die 14, 15, 14:30 kamen, schon die meisten Bewegungen gesehen. Ja, jetzt ist es nur noch die Gretchenfrage, ob die True Ranges hier abgearbeitet werden oder nicht. Rein von der Rainbow-Struktur hat man hier am Nachmittag jetzt durchaus noch mögliche Setup-Chancen, weil wir auch gerade davon sprachen, der Euro gegenüber dem Australdollar zum Beispiel. Können wir uns jetzt mal als Beispiel nehmen. Der erscheint aber ein Stück weit klinisch tot. Wir sehen hier zumindest mal den 15-Minuten-Chart. Klar, negatives Abwärtsmomentum. Rainbow in Perfektion aufformiert. Jetzt machen wir das mal ein Stück weit klarer, das Bild. So, mit ein paar Gimmicks noch dazu. Sehen wir hier die große Seitwärtsrange, die wir mit den gestrigen Tiefs dann jetzt hier so fahren im M15-Chart-Intervall wohl bemerkt. Und genau dies ist eben jetzt hier die Gretchenfrage, was macht das Währungspaar nun? Ja, also generell wäre hier ein weiterer Short-Versuch zu favorisieren, wenn es denn jetzt hier noch zu einem Ausbruch auf neue Tagestiefs kommen würde. Danach sieht es aber aktuell eben nicht aus, obwohl wir hier noch von der Range 83 Pips bislang gelaufen. Im Schnitt sind wir hier, gerade im Overall-Schnitt hier bei 194, unglaublich, letzten 14 Tage 144. 20 Tage 141, also im Schnitt zwischen dem Overall und der jüngsten Zeit haben wir hier so 160, 170 Pips. Und das heißt, hier ist eigentlich noch deutliches Potenzial. Das Problem hier an der Geschichte nur, dass das Paar jetzt hier mehr oder weniger die starke Konsolidierung vom Vortag, und hier haben wir uns 326 Pips bewegt. Das wohl bemerkt hier in der Asia-Session in der Nacht, genau zu diesem Zeitfenster, was hier in dem grünen Rechteck zu sehen ist, hat sich sozusagen der Tumult in Sachen Wirtschaftsnews, Zinsentscheid und dergleichen abgespielt für den Australdollar. Und da das eben hier Austral oder Aussie bullisch war, hat natürlich Euro-Australdollar dementsprechend abgewertet. Und das Ganze fand hier zu Großteilen zur Asia-Session statt. Um genau zu sein, wir gehen mal hier hoch rein. Da hat praktisch hier das Währungspaar schon eine Performance von 204 Pips in der Asia-Range absolviert, um dann jetzt hier summa summarum ganz locker von diesem Niveau aus bis zum Abend dann nochmals knapp 120 Pips roundabout nach unten draufzulegen. Ja, das ist schon eine enorme Geschichte gewesen. Und hier jetzt eine Art Konsolidierungsmodus, Erholungsmodus nach oben möglich. Das wären hier nach der True Range die Ziele. Rein dran folgend würde ich ein neues Tief begrüßen. Hier auf der Oberseite würde ich persönlich jetzt nichts machen. Wenn wir hier eben noch mal einen kleinen Dip nach unten sehen, gehen wir noch mal auf den Tageschart. Ja, hier in Richtung 1,46, 50, das wäre schon schön. Also wenn es hier dazu kommt, 1,46, 50 wäre, zum Beispiel wenn wir heute die Range ausreizen, genau dieses Niveau und dann von dort aus raketenartig im Sinne des übergeordneten Bildes nach oben. Mal abwarten, ob es so kommt, aber hier zumindest jetzt Intraday. Es deutet sich Potenzial an, aber Sie sehen, wir kommen hier den ganzen Tag nicht richtig vom Fleck. Es gab hier schon einen Ausbruch aus der Asia Range, Fehlausbruch am Morgen. Es gab jetzt hier schon einen Fehlausbruch nach unten, inklusive neuem Tagestief. Das hat hier alles nicht für Dynamik gesorgt. Insofern ist hier das europäische Kapital offenbar nicht bereit, hier jetzt eine klare Position zu beziehen, eine klare Stellung. Und das ist natürlich das, wo man sagt, okay, dann halten wir uns jetzt hier einfach mal raus. Die US-Session hat gerade begonnen. Das sehen Sie auch hier mit dem 45-Pip-Fenster. Das ist ja die US-Vorbörsen-Session. Und jetzt kann es sein, dass die Amerikaner oder sozusagen das amerikanische Kapital mehr oder weniger mit Fokus auf dieses Cross-Rate-Pair, was natürlich hier beeinflusst wird durch Euro, US-Dollar, Australdollar, US-Dollar,
Wenn wir jetzt hier nach oben rausziehen, dann kann das hier eine Trendfolgebestätigung sein, aber für mich ist das Paar jetzt eigentlich uninteressant, eigentlich eingeschlafen. Ganz anders der hier, British Pfund Schweizer Franken. Formidable Aufwärtsbewegung. Hier heute Morgen auch. Wir hatten es im Stream. Die Martha hat hier den Buy-in gewagt. Direkt nochmal schauen hier. British Pfund Schweizer Franken. Da war sie immer sehr aktiv. Jetzt muss ich mal gucken. Sie hatte, glaube ich, den Chart auch reingeladen. Mir war es nicht vergönnt, da einzusteigen. Hatte die Pending nicht gesetzt. Sehen hier den Ausbruch. Asia Range. Neues Hoch, über das gestrige Hoch gekauft und jetzt hat sich der Preis hier geradezu mustergültig und dann schaut man sich jetzt immer hier in den Realtime-Chart weiter nach oben entwickelt und hier konnte man interessanterweise sehen, wie hier die Average True Range wurde hier fast punktuell abgearbeitet, im Schnitt 121 Pips, zwischen 120 und 130 roundabout und genau 131 sind wir bis jetzt gelaufen. Hier oben sehen Sie es und das ist natürlich eine schöne Bewegung, die allerdings jetzt erschöpft scheint. Also jetzt dürfte hier nichts mehr kommen. Wohl dem der Marktteilnehmer, der jetzt hier aufspringt und denkt, jetzt passiert noch was auf der Nordseite, eher nicht anzunehmen, zumal hier auch gesehen den kleinen roten Pfeil, das ist immer eine Divergenzwarnung, die auch hier schon mal kam. Da gab es nochmal ein neues Hype, hier kam sie dann wieder. Es soll jetzt nicht heißen, dass definitiv eine Umkehr startet, aber im Sinne des ausgereizten Average True Range Szenarios haben wir jetzt hier inklusive der Divergenzbildung, die unbestreitbar ist, das Pulver beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken heute weitestgehend verschossen und hier sollte sich erst morgen wieder eine neue Chance bieten, die, wie wir vorhin im großen Chartbild gesehen haben, sich sicherlich auf der Nordseite erschließen dürfte. Also weiterhin Ziel 1,55 und da sind wir ja noch ein Stück weit weg, also haben wir hier noch etwas Spielraum, um diese 150 Pips abzuarbeiten. 150, 200 Pips vorbemerkt. Gut. Auch interessant, der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar. Müssen wir jetzt hier nochmal ein Stück weit aktualisieren. Warum interessant? Ich sage es Ihnen, der könnte auch heute noch für Short interessant sein. Denn wir haben hier das Tief vom Montag. Wir haben hier den klaren Durchlauf, hier das heutige Pivot-Level, wo wir nahezu punktuell mit einem Shooting-Star gescheitert sind. Und wir haben bislang erst 47 Pips zurückgelegt und die Range, die sehen Sie ja, wir stauchen das mal ein Stück weit zusammen. Also hier ist noch Platz bis 66 auf der Oberseite und bis 64, 82 auf der Südseite. Und ja, hier könnte Bewegung noch aufkommen, wenn sie denn kommt, 16 Uhr vielleicht hier durch die Konjunkturdaten aus den USA. Trend folgend wäre hier jedenfalls der nächste Abwärtsgang zu begrüßen. Hier, wie gesagt, Pivotpunkt Widerstand. Hier Vortag ist, also nicht Vortag, sondern das Vorvortagestief. Als Block, der Rainbow fächert sich von oben auf. Wir haben jetzt hier einen schönen Rücklauf in den Rainbow rein gesehen. Und wer jetzt hier mit den Fibos zum Beispiel auch im MetaTrader arbeiten wollte, der könnte jetzt auch hier von diesem Asia Low, schrägstrich im Low der frühen European Session, hier die Fibos auch in den Chart ziehen und dann würde sich, Moment, machen wir das gleich mal, hier sozusagen am 38er Fibonacci Level eine ideal Minimalkorrektur herausstellen, die jetzt grundsätzlich weitere Tiefs begünstigt. Schauen wir uns doch beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar auch da gleich mal den Tageschart an. So. Da ist er. Gerade Minus bewegt sich also gerade auf einem schmalen Pfad. Ja, auch hier, ich glaube, das hatten wir auch im öffentlichen Bereich dargestellt. Sehr schön. Ja, auch schon wieder mustergültig. Hier an diesem kurzfristigen kleinen Widerstand und an dieser Trendlinie abgeprallt. Also Trendlinie haben wir noch nicht mal erreicht. Hier beim Widerstand von 67,35 war schon Schluss. Jetzt sind wir hier wieder auf Niveaus der Allzeit-Tiefstände. Und das ist natürlich eine Situation, die hier weiterhin Druck wahrscheinlich werden lässt. Neue Mehrjahrestiefs stehen hier voraus.
Und da müssen wir schon ein Stück weit nach unten scrollen. Das nächste Niveau, das nächste Unterstützungsniveau aus den früheren Jahren wäre hier 0,6125. Und genau bis dorthin dürfte er jetzt fallen. Gegebenenfalls nochmal ein Erholungsversuch, das wäre aber Plan B. Wir machen das mal hier kurz fix im Chart. Bestätigung Trendlinie, vielleicht kleiner Spike-Out, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Eher wäre dieses Szenario hier zu begrüßen. Direkt weiter runter. Der Neuseeland-Dollar ist weiterhin in einer sehr, sehr bedauerlichen Situation. Weitere Tiefs sind hier infolgedessen zu erwarten und 0,6125 das nächste Ziellevel. Hier allerdings auf Swing- und Positionssichtweise, das ist natürlich jetzt nichts, was das Währungspaar morgen, übermorgen erreichen wird, aber mit Blick auf die nächsten Wochen mit Sicherheit. Wobei, jetzt habe ich Sicherheit gesagt. Sicher ist an den Märkten natürlich gar nichts. Obacht geben. Drücken wir es besser aus. Mit erhöhter Wahrscheinlichkeit. Ja? Natürlich kann der Markt jetzt hier nach oben durchrauschen. Insofern hier grauer Fall, Plan B. Wenn der Markt hier rausgeht, über 0, ja, 67,45 über dem Hoch hier der Kerze vom 10. Juli. Das wären hier Niveaus 0,67,71. Dann muss man davon ausgehen, dass hier zumindest die kurzfristige Fortsetzung dieses übergeordneten Abwärtstrends auf jeden Fall beendet sein dürfte und sich dann hier eben viel mehr Spielraum auf der Nordseite eröffnen würde in Richtung 0,71, 0,72, sofern wir hier eben über 0,67,71 ausbrechen. Ist aber aktuell nicht zu sehen, muss man ganz klar sagen. So, jetzt muss ich kurz auf die Exoten, ja, da war ja noch ein bisschen was gewünscht. Euro-russischer Rubel schauen wir uns jetzt erstmal an. US-Dollar-Rubel habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, aber den kann ich auch gleich mal in den Chart ziehen. Ich glaube, den habe ich auch abgespeichert irgendwo. Also hier haben wir eine starke Bewegung gesehen. Der Euro gegenüber dem Rubel hat hier wieder gut den Weg in Richtung Erholung eingeschlagen, nachdem er hier nach den Hypes zum Ende des letzten Jahres ja eine sehr, sehr zähe, abwärtsgerichtete Phase Einzug hielt. Hier oben Widerstand 63,21. Mehrmals dran gearbeitet. In der Vorwoche dann darüber ausgebrochen. Sozusagen hier trendbestätigendes Muster. Und der Euro gegenüber dem russischen Rubel hier im Aufwind. Und die Marke von 0,70 als Round Number ist erreicht. Auch von dem Hintergrund, dass wir hier von diesem Level aus einen Horizontalwiderstand in diesen Preisschart einzeichnen konnten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, müssen gar nicht hier bis an die Trendlinie zurückführen. Irgendwo früher in diesem Bereich über 0,65 wäre hier meines Erachtens eine Konsolidierung denkbar. Gehen wir allerdings direkt über 0,70 raus, 0,70, was sage ich, 70, dann muss man hier auf jeden Fall, das wäre hier das nächste, ja, kurzfristig oder mittelfristige Ziel, da bleibt mal abzuwarten, aber auf jeden Fall das nächste Ziel, der nächste Preisbereich dürfte dann noch auf der Nordseite liegen und hier eben Preissteigerungen bewirken, also sprich eine Aufwertung des Euros. Und Support ist jetzt hier dieser ehemalige Widerstandsbereich. So. Stopptechnisch um den Preis. Und der Euro gegenüber dem russischen Rubel ist sehr, sehr volatil. Das auf jeden Fall bedenken, wenn Sie mit diesem Währungspaar mal liebäugeln sollten. Das Währungspaar ist enorm volatil und hat hier sozusagen das Risiko schneller Preisbewegungen auf seiner Seite. Deswegen sollte man hier immer wieder auch ein Stück weit Spielraum erlauben und auch um Gottes Willen nicht zu überpositioniert bei diesem Währungspaar engagiert sein. Das ist wirklich nur eine kleine Beimischung. Und hier in diesem Bereich, wie gesagt, könnt ihr da Stopp setzen. Unterhalb des Niveaus von 63,21 in jedem Falle. Da sollte er auch sitzen. 63 beispielsweise. Das muss man individualisiert
preisbezogen, entrybezogen errechnen, abwägen. Aber auf jeden Fall wird das hier mal das Niveau. So, jetzt hat die Inge auch nochmal zum British Pfund gegenüber dem Yen gebeten. Also das, der kam jetzt hier mehrfach schon auf. Machen wir doch gern. Hier in der klassischen Rainbow-Struktur. Jetzt gucke ich nochmal kurz, wie ich ihn hier bei JFD habe. Machen wir mal ein bisschen mit weniger Rainbow, sondern vielmehr hier in klarer Struktur. So. Gut, was ist zu interpretieren? Es ist eine ähnliche Situation wie beim US-Dollar gegenüber dem Yen. Also Yen-Paare hier generell in einer interessanten Phase. Ich will jetzt hier nicht mit dieser Trendlinie kommen. Jetzt sehen wir das, was wir vorhin hatten mit der schrägen Trendlinie. Ich kann jetzt hier über die Hochpunkte setzen, dann würde die so aussehen. Ich kann versuchen, möglichst viele Punkte mitzunehmen. Dann würde die so aussehen. Ich könnte sogar noch ein Stück weit runter machen. Wenn ich jetzt die Wahl der Qual hätte, würde ich auf jeden Fall mich dafür entscheiden. Also praktisch hier diese Trendlinie, auch weil sich das mit dem heutigen, jetzigen Ausbruch bestätigt. Und das Bild noch ein Stück weit aufziehen. Haben wir im Prinzip auch diesen Widerstand jetzt überwunden. Also müsste jetzt heute schon mal eine klare Schwächephase kommen. Klare Schwächephase insofern, dass der Markt hier komplett ausverkauft wird und sozusagen eine Art Inverted Hammer Hanging Man produziert. Kann ich mir aber aktuell nicht vorstellen. Wir haben es hier mit einem Ausbruchsszenario zu tun, das jetzt hier anläuft. Das letzte Verlaufshoch hier vom 18.06. muss das nächste Preisbild sein. 195,83 war das doch. 195,84, wenn man aufrundet. Mal direkt mal fix. So. Das ist das nächste Ziel. Um dann darüber hinaus, und da haben wir es jetzt mit der Round Number zu tun, auf jeden Fall die Marke von 200 Yen anzusteuern. Also die generelle Yen-Schwäche müsste sich weiter fortsetzen. Und hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen auch ja The Beast genannt. Scheint mir das hier relativ unmittelbar der Fall zu sein. Also ein neues Verlaufshoch wäre in jedem Falle prozyklisch bullisch, um dann hier als Kaufoption anzusehen, hier einzusteigen. Die Frage ist natürlich, wie der heutige Ausbruch sich hier weiter fortsetzt. Geht man davon aus, dass wir hier jetzt das letzte Hoch überwinden, kleines Pullback an dieses Niveau und dann erstmal richtig ab die Post, oder eben ja, hier nochmal in den nächsten Tagen nochmal ein Rücksetzer, bisschen plätschern, um dann durchzustarten. Letztlich sollten wir es vermeiden. Das kann man ja auch sehr schön sehen. Wir sehen hier diesen Horizontalwiderstand. 193,70 ist das Level. So, da haben wir 193,70 eben als Support. Darunter sollte es nicht mehr gehen. Kurzfristiger Aufwärtstrend, dann kann man ja nochmal einen Chart ziehen. Auch wieder die Frage, mache ich so, nehme ich die unteren Linien. Oder versuche ich mit der Vortageskerze das Tiefen noch mehr einzufangen an Preis-Action. Und das könnte man hier sozusagen also solch eine Trendlinie ansehen. So. Ja, das ist mal hier die Einschätzung zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. So, jetzt lese ich gerade vom Mick, 10 Minuten, ja, die Wirtschaftsnachrichten, du meinst da die erhöhte Volatilität, die gegebenenfalls Einzug hält, why not, kann auf jeden Fall passieren, wenn die Nachricht selbst jetzt nicht so relevant ist, aber der Index ist natürlich immer wieder von Interesse.
So, also hier ging es jetzt um eine inverse SKS. Also rein technisch ist das ja eine Option, keine Frage. Aber wenn man von klassischen inversen SKS ausgeht, dann haben wir natürlich hier die Situation beim, muss jetzt mal hier den Chart, verlasse ich mal nicht, damit wir da bleiben. Also eine klassische inverse SKS hat eben den Charakter, wie wir das beim britischen Pfund gegen den Schweizer Franken gesehen haben. Der mal wieder hier. So. Dass das eine Art Umkehrformation ist. Trendwende. Auch gleich hatten wir hier einen Aufwärtstrend. Übergeordnet der ohnehin am 15. Januar der Ausverkauf. Das ist bei den Schweizer Franken per se ein bisschen tricky, wenn man jetzt sagen wir, die Daten aus 2014 ranzieht und jetzt die heutige Preisbewegung. Aber hier war es ja ein ähnliches Konstrukt. Also rein als Trendwende und Trendumkehrformation, die SK ist ja hier eigentlich ein Sinnbild dafür, dass der Markt am Ende einer in dem Fall Abwärtsbewegung nach oben durchzieht. Ja, man hat jetzt hier bei der klassischen SKS noch keinen großen Abwertungsimpuls gehabt. Rein technisch wäre es besser gewesen, die taucht hier irgendwo auf. Dann hätten wir auch eine Art Doppelboden. Ein Stück weit tiefer hätten wir dann sogar das markante Tief, um zu sagen, also hier ist es jetzt an der Zeit mit der SKS und für eine Aufwärtsbewegung. Das fand ja hier auch auf höherem Level statt. Und die SKS, die wir hier sehen, wo ist jetzt hin? Da müssen wir nochmal rein. British Pfund Yen. Ist ein bisschen skurriler Natur, weil wir es hier keinesfalls mit einer Konsolidierung oder mit einer Korrektur zu tun haben, sondern hier vielmehr mit einer Aufwärtsbewegung, die hier auf hohem Niveau konsolidiert wurde. Und das wäre hier schon, wenn das das S sein soll und das hier das S, ist das schon eine sehr, sehr schiefe Angelegenheit. Also, wie gesagt, dann auch noch jetzt hier am Hochpunkt eher ungünstig. Also hier wäre klassisch die Schulter, Kopf, Schulter sehr schön als Umkehr von oben jetzt nach unten oder aber eben auf tieferem, deutlich tieferem Niveau dies als jetzt Trendumkehr, Trendwende, Wiederaufnahme der übergeordneten Abwärtsbewegung anzusehen. Da müssten tiefere Preisniveaus her und dann eben auch eine schön ausgebildete Formation. So. Ja, klar, gern geschehen, also kein Thema. Dafür sind wir ja hier. Britisch Pfund Yen hatten wir auch schon. Der Neuseeländer Yen, den hatten wir noch nicht. Ist auch ein Stück Exotik. Pure Exotik, um es mal so zu sagen. Neuseeländer einen leichten Aufwind. Wir gehen mal hier in den Chart rein. So. Hier sehen wir eine Analyse der letzten. Das war nicht das letzte Devisenradar, das ist schon ein Stück weit länger her. Aber hier mit den Tendenzen. Und der Neuseeland-Dollar hat hier tatsächlich weiter abgewertet. Sind jetzt hier, jetzt muss man ganz mit Verlaub nochmal hergehen. So. Das kann man jetzt mal so stehen lassen als Unterstützung. Vor dem Hintergrund, wir haben jetzt schon US-Dollar-Yen und British Pfund-Yen angeschaut, die bullische Eindrücke erwecken. Müsste es jetzt hier eigentlich aufgrund der starken Abwertung und der Neuseeland-Dollar, das sieht ja weiter schwach aus, aber direkt im Kontext scheint mir hier der Yen dann ein Stück weit schwächer, gerade wenn er gegenüber den anderen Währungen abwertet, dass hier eine Erholungsbewegung knapp über 81 Yen stattfinden kann. Also neues Verlaufstief wäre aber Trend folgen, dann dürften wir sehr schnell bei hier 79,00, also 179 sein. Ja, wenn es hier so einem neuen Verlaufstief kommt. Aber stabilisieren wir uns hier, da könnte man jetzt zum Beispiel auch hier eine Schulterkopf verschobene Schulter darstellen, um hier dann, und das würde in dem Fall zum Beispiel auch besser passen, eine Umkehrformation sozusagen im Chart zu haben. Na, komm hier. Will er jetzt nicht. So. Vielleicht auch noch ein Dip runter. Dann wäre das eine denkbare Option. Na, komm schon her. Und das sieht hier schon nicht nach einer inversen, sondern das sieht hier nach einer
Doch, das ist ja eine inverse, eine umgekehrte, also eine klassische Schulter, Kopf, Schulter oben. Und hier könnte das mit Fantasie eine inverse Umkehrformation sein, die sozusagen hier das Potenzial einer Erholung jetzt verspricht. Und aufgrund der starken Abwärtsbewegung, können wir das hier erstmal wegmachen, ruhig immer mal nutzen, um auch die Chance-Risiko-Verhältnis richtig aufzuteilen, sieht das aber mal nicht uninteressant aus. Ja? Also kurzfristig haben wir hier oben zwar einen Widerstandsbereich. Erstmal die Horizontallinie ein bisschen im Chart glätten. Aber jede Linie hat auch ihre Relevanz, wenn ich mir das hier anschaue. Also die würde ich noch nicht mal alle rausmachen. So. Rot färben als Widerstand jetzt. Da gibt es noch einen kleinen Widerstand davor. Na komm schon, da muss er. Nämlich hier. So, also knapp unter 83 Yen. Da müsste das Währungspaar sich schon rausschieben, um hier Interesse auf der Oberseite zu wecken. Spekulativ eben vor dem Hintergrund der sich hier vorsichtig abzeichnenden SKS könnte man auch. Inversen SKS könnte man auch hier dann schon einen Einstieg hegen mit engem Stopp. Hat natürlich immer das Risiko, dass man abgefischt wird, aber lieber zwei, dreimal ausgestoppt, mein lieben Zuschauer, als einmal einen großen Verlust kassiert. Also spekulativ, wie gesagt, kann ja hier auch nochmal zu einem Dip kommen. Dann hier rund 83, interessant. Um dann im Idealfall, aber da ist der Neuseeland-Dollar eigentlich zu schwach aufgestellt, um im Idealfall das hier zu vollziehen. Da müsste schon wirklich der Kiwi, wie er auch in Händlerkreisen heißt, also der Kiwi, müsste dann hier schon einen deutlichen Auftrieb erfahren, um hier den Neuseeländer gegenüber dem japanischen Yen so nach oben zu heben. Ja, also die Rohstoffwährungen waren einerseits ganz en vogue, aber Australien hat ja hier mit den Rohstoffen generell zu tun, Neuseeland hier mit der Milchpreisentwicklung. Man glaubt es kaum, aber ja, Neuseeland ist hier sehr, sehr stark vom Milchpreis abhängig und der ist massiv unter Druck gekommen. Also Rohstoffpreise haben ja weltweit nachgegeben und das eben nicht nur in Form des Öl, des Goldes, des Platiniums, sag ich schon, Platins oder Palladiums. Nein, auch zum Beispiel der Milchpreis ist enorm nach unten eingebrochen und das ist gerade für die ganzen Milchbauern. Neuseeland ist da, wie gesagt, in dem Sektor ja, absolut abhängig davon und das führt schon dazu, dass hier die Wirtschaft sehr, sehr schwer zurzeit hat. Und ich glaube auch hier, der Milchpreisverfall ist da noch nicht beendet. Deswegen hier vorsichtig spekulativ hier die Möglichkeit anzusehen als Einstiegsstopp, wie gesagt, knapp drunter. Ansonsten mit neuen Verlaufstiefs sicherlich 0,79 und tiefere Preisniveaus dann zu favorisieren. So, Neuseeländer, Japanisch, Yen. Ja, dann hätten wir es auch schon heute wieder gehabt, meine lieben Zuschauer. Wunderbar. Jetzt haben wir 16 Uhr gerade. Price Action, wir gehen mal auf Euro-Dollar. Der ist ja hier mal am fungibelsten. Schauen wir mal, was da passiert. Direkt mal ohne Rainbow. Jetzt zu den News. Na nun, was mag er nicht? Murphy's Law, mein lieben Zuschauer. Also ich sehe es auf meinem Trading Desk nebenan gerade. Die Action, US-Dollar hoch, Gold runter. Da haben wir einen Euro-US-Dollar auch entsprechend runter. Ja, die freudige Botschaft von 14.30, 14.15, Beschäftigungszahlen und dergleichen. Der Hype hier nach oben wird aktuell gerade umgekehrt. Also heute wirklich ein Tricky Day. Range wurde nicht ausgeschöpft, kurzer Spike knapp drunter. Jetzt sehen wir hier ein Stück weit Relativierung. Ja, US-Dollar hier weiterhin unter 1,10. Den haben wir heute gar nicht angeschaut. Behalten wir uns mal vor für Freitag zu den Non-Farm-Payrolls. Ich, meine lieben Zuschauer, sage erstmal danke fürs Einschalten. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen jetzt noch einen sonnigen Nachmittag. Wir haben es wieder geschafft, eine gute Stunde rumgebracht. Und jetzt noch eine gute Zeit an alle. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören, als bald zum nächsten Webinar. Und bis dahin beste Grüße, viel Sonnenschein, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.